Also, hallo und herzlich willkommen auch von mir. Uwe Geisler, mein Name. Und wir haben es eben schon gehört, es geht um Computer, auch um Chips. Es geht um Nullen und Einsen. Ich glaube, ich gehe mal hier rum, sonst ist dieses Ding hier vor uns. Ist das mit dem Licht noch okay dann, wenn ich hier stehe? Okay. Wer von euch hat einen Computer? Wer von euch hat ein Handy? Okay. Ich frage auch die Erwachsenen. Wer von euch ist bei Facebook? Wer von euch ist nicht bei Facebook? Wer von euch ist nicht bei Facebook, weil er nicht bei Facebook sein will? Das finde ich gut. Okay? Wie funktionieren Computer? Das Verrückte bei den Computern ist, die gibt es ja noch nicht so ganz lang. Das haben wir ja eben gehört in dem Vortrag. Und die Computertechnik hat sich ganz schnell entwickelt. Aber das Wissen der Menschen über Computer hat sich nicht so schnell entwickelt. Natürlich haben die Leute die Computer benutzt, so wie ihr Computer benutzt. Aber was eigentlich dahinter steckt, das wissen ganz wenige. Das wissen die Fachleute, klar, die müssen das ja irgendwie auch bauen. Aber alle anderen, die meisten anderen, wissen unheimlich wenig über Computer. Und was da im Hintergrund passiert. Und das hat. Manche haben auch gar keinen Computer, genau. Und das Verrückte ist, wie gesagt, dass so viele so wenig darüber wissen. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ich war gestern auf einer Veranstaltung hier in einem Gebäude nebenan, ja, und habe da auch etwas über Computer erzählt. Und bevor ich überhaupt angefangen habe, da waren 30, 40 Erwachsene. Okay, die mit Computern, sehr viel mit Computern arbeiten. Und ich habe eine ganz einfache Frage gestellt. Wer weiß, habe ich gefragt, was Computer heißt? Und da haben sich von den 40 Leuten 3 gemeldet. Okay, und das ist eine von ganz vielen Sachen zum Thema Computer, die ganz wenige wissen. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, mir zu überlegen, wie man das vermitteln kann. Und dann bin ich zu Freunden gegangen und habe gesagt, hey, das mit dem Computer ist total einfach. Lass dir das mal erklären. Und die Leute haben gesagt, ja, Uwe, ist schon gut. Wir wissen, dass es kompliziert ist. Und deshalb bin ich irgendwann hingegangen und habe gesagt, dann schaue ich doch mal, dass ich das beweise, dass es einfach ist und zeige Kindern, wie einfach das ist. Und da habe ich angefangen, Vorträge zu halten darüber, wie Computer funktionieren. Und ich habe das, was ich mache, tatsächlich schon getestet. Wir haben eben gehört, der Kollege vor mir hatte niemanden gefunden bei den Kindern, die ihm geholfen haben, das zu testen. Das, was wir hier sehen, das haben bestimmt schon 100.000 Menschen mittlerweile mitgemacht, die Spiele, die ich mache. Es geht um das Thema 0 und 1 und vor allen Dingen, Darren hat es eingangs gesagt, es geht ums Mitmachen. Und in der Informatik ist es so ähnlich wie in der Mathematik. Da geht es ums Mitdenken. Und ich wollte euch alle bitten, auch die Erwachsenen, hier jetzt einfach mal, wir machen jetzt ein kleines Spiel, selbst mitzudenken und rauszufinden, was dahinter steckt. Und das Spiel, was ich jetzt machen möchte, ist ein kleiner Zaubertrick. Und zwar kann ich Gedanken lesen. Und bräuchte mal jemand, dessen Gedanken ich lesen kann. Bleibst du sitzen, okay? Und du suchst dir jetzt mal eins von diesen Bildern eines aus, ohne mir zu verraten, welches, okay? Hast du eins? Okay. Und ich stimme mich schon mal mental auf deine Hirnströme ein, nicht wahr? Ich werde deine Gedanken lesen. Ich klebe jetzt als allererstes mal ein paar Zahlen unter die Bilder, okay? Und weil die Bilder sich... Weil die Zahlen unter die Bilder geklebt sind und die Bilder sich gleich bewegen, bewegen sich die Zahlen mit. Und ich frage dich jetzt, ist dein Bild links oder rechts? Links. Okay, dann schiebe ich meine Maus rüber und klicke links. Und jetzt? Links. Ist immer noch links? Okay. Und ich versuche weiterhin deine Hirnschwingungen zu erfassen. Okay, und jetzt? Rechts? Okay.
Und jetzt? Links. Ich hab's gleich. War es der Apfel? Ja. Okay. Man darf ruhig applaudieren. Kraft meiner mentalen Fähigkeiten. Ich habe deine Gedanken lesen. Du nickst so. Du glaubst mir nicht. Mhm. Okay. Wie habe ich es denn sonst gemacht? Ja. Also du hast, es gab immer verschiedene Seiten von Bildern. Ja. Dann wurden die Bilder immer rübergeschoben. Ja. Und irgendwann war halt eins, also war nur noch eins auf, also die ganze Zeit auf der Seite, die ich gesagt habe, also links oder rechts, und das war halt der Apfel. Okay, hört sich gut an. Allen klar? Können wir weitermachen? Ja, klar. Oder wollen wir nochmal, wir gucken uns das nochmal an, oder? Okay. Was sagt er? Nein, haben sie gesagt. Nicht alle. Vorsicht. Ja, abstimmen. Ist das damit erledigt mit der Erklärung? Ja. Jetzt, darf ich dir noch was zeigen? Oder du bist so überzeugt davon? Darf ich? Ich würde da noch... Okay. Ich bräuchte noch mal jemanden, einen Freiwilligen. Okay. Zaubern wir beide mal. Und wir machen das gleich, aber bevor ich jetzt frage, rechts oder links, frage ich mal alle anderen im Raum. Guckt euch mal die Nullen und Einsen an. Das sind immer vier Nullen und Einsen. Fällt da jemandem was auf, wo der Unterschied bei den Nullen und Einsen ist, zwischen der linken Seite und der rechten Seite? Ja? Links fangen die alle mit 0 an und rechts immer mit 1. Okay, hat das jeder gehört? Links fängt es immer mit 0 an. Rechts mit 1. Okay, sehr schön. Vielen Dank. Ist dein Bild links oder rechts? Links. Links. Und ich schiebe das mal nach links, die Maus. Und ich schreibe da irgendwo einfach mal ein L für links hin. Okay? Und dann klicke ich hier. Okay. Bevor ich jetzt wieder frage, rechts oder links, frage ich wieder alle. Wo ist der Unterschied zwischen links und rechts? Und jetzt frage ich mal den Profi hier. So, jetzt ist es gemischt. Also, okay. Ja, nee, unten sind jetzt, also die untere Hälfte, das haben halt alle Einser. Okay. Oben, die haben... Richtig, völlig korrekt. Ist aber nicht die Antwort auf meine Frage. Meine Frage lautete, der Unterschied der Nullen und Einsen auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Okay, du hast einen Tipp? Auf der rechten Seite steht an der zweiten Stelle immer eine 1. Okay, super, sehr schön. Wobei, die Stellen zählen wir ja von rechts, ne? Das ist die 100er Stelle, es ist die dritte Stelle, okay? Ja, links eine 0, rechts eine 1, sehr gut, super. Okay, und dein Bild ist wo? Rechts. Rechts, dann schiebe ich das nach rechts und schreibe ein R hier hin. Okay. Und dann klicke ich auch rechts. Wieder die Frage. Unterschied zwischen links und rechts. Ja, sag du's? Links steht alle, also auf der linken Seite stehen alle, die an der dritten Stelle von links eine 0 sind. Und rechts stehen alle, die an der dritten Stelle von links eine 1 sind. Okay, also quasi die zweite Stelle, 10er Stelle. Links eine 0, rechts eine 1. Okay? Dein Bild ist wo, rechts oder links? Links. Links, ich schiebe hier links rüber. Schreibe ein L hin und klicke links. Okay, das ist jetzt einfach. Wo ist der Unterschied der 0 und 1, links und rechts? Ja, sag's. Vierte Stelle, also die vierte Stelle. An der vierte von links. An der vierten Stelle 0 und an der rechten Seite ist an der vierten Stelle 1. Genau, ganz rechts. Links eine 0, rechts eine 1. Und dein Bild ist wo? Links. Links. Und ich schreibe hier mal ein L hin, bevor ich klicke. Und dann klicke ich auch. War es die Katze? Ja. Okay. So, jetzt gehe ich hin und schreibe überall, wo ich ein L geschrieben habe, eine 0 hin. Und wo ein R steht, eine 1. Ich mache das mal ein bisschen hier weg. Fällt da jemandem was auf? Klar, ne? Ja? Ja, sag nur.
Du hast dich gemeldet? Das ist natürlich der gleiche Code wie da drüben. So ist es. Anstatt links oder rechts zu fragen, hätte ich auch fragen können, steht an der vierten Stelle ganz links 0 oder 1, an der dritten, an der zweiten, an der ersten. Und weil jede Kombination aus 0 und 1 genau einmal vorkommt, kann ich aus den 16 Bildern das rausfischen, was du dir ausgesucht hast. Es ist also keine Zauberei, keine mentalen Fähigkeiten, sondern es ist Mathematik. Ja. Das ist Binärsystem. Genau. Zählen mit Nullen und Einsen nennt man auch das Binärsystem. Und da kam eben auch der richtige Begriff Codieren. Super. Sehr schön. Okay. Ich kriege gerade das Schild, noch 5 Minuten. So lange machen wir auch gar nicht. Ich denke, das Spannende ist dann nachher in den Workshops. Ich erzähle, was ich dann noch mache. Wie gesagt, ich erzähle Dinge über Computer, ja, die alle schon mal gehört haben, aber die viele, auch viele Erwachsene, nicht einordnen können. Ganz oft kommen in meine Kindervorträge die Erwachsenen und gucken den Kindern über die Schulter und wollen das auch mal endlich verstehen. Und wir klären nachher insbesondere die Frage, was ein Chip ist und wieso im Computer Chips stecken. Und wir klären dabei auch, was Computer heißt. Okay, das war es jetzt von meiner Seite erstmal. Vielen Dank. Danke.